So, Schiffchen, kommst du bald? Ah, es ist schon da. Da-da-dam. Ah, okay, das war doch noch nicht. Das war der fliegende Händler. So, dann können wir hier nochmal gucken, was die jetzt an 20. Okay, das ist nicht so dramatisch. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Bei dem Konkurrenten ist mir das egal. Den Konkurrenten hier oben, den will ich irgendwann mal plätten. Aber halt irgendwann mal. Erstmal für den Anfang ist das auch noch in Ordnung. Ich versuche erstmal so lange friedlich zu bleiben, wie es geht. So, dann würde ich dich mal hier haben wollen. Gut. Dann könnten wir hier schon mal die erste Plantage hinbauen. Und dann würde ich eigentlich bei dir ganz gerne sagen wollen, ich mache hier mal den da weg. Einfach damit ich da die Markierung habe und den da auch, dann habe ich da auch die andere Markierung. Und dann können wir mal gucken, ob da noch einer reinpassen würde. Nein. Weil das wäre der nächste, der da reinpassen würde. Und das sind mir zu viele Felder. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sind mir definitiv zu viele Felder, die ich da verliere. Aber den da hinten können wir schon mal bauen. So, und dann können wir hier sagen. Also, warte mal. Erstmal die Kais. Da wäre einer. Da und da wäre einer. Da übrigens auch. Und dann können wir hier auf jeden Fall sagen, Platz. So. Den da übrigens auch. Okay. Laden wir die nächsten Steine aus. So. Da ist auch noch Platz, Platz und Platz. Und dann können wir hier oben sagen. Ist jetzt vom Layout her natürlich alles ein bisschen suboptimal angeordnet. Aber es geht zumindest. So, dann würde ich dich einfach direkt hier reinziehen. Pam. So. Und der muss natürlich auch noch einen Zugang haben. So. Und dann würde ich hier noch sagen, hier machen wir jetzt wirklich den Platz voll. Genau. So, und der hier, der kann wirklich weg. So. Und weil wir ja nett sind, würde ich da noch ein paar Bäume hinpflanzen. Damit wir ein bisschen Wildleben auch. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ja, das weiß ich doch. Ein bisschen Wildleben noch zulassen. So. Könnt ihr ruhig haben. So. Wunderbar. Und dann kann man hier mal schauen. Also das eine, was ich auf jeden Fall machen wollen würde, wäre das da. So. Okay, und das machte er auch. Das ist gut. Und dann würde mich die Tonnen interessieren. Das ist auch gut. Dann können wir nämlich hier einmal sagen. Zack. Weg. Zack. Weg. Und dann machen wir hier mal eine Handelsroute. Und zwar du. Na komm. Du. Hier. Zack. Mich interessiert das da. Und dann würde ich hier gerne hin. Zack. Geht der Kakao wieder raus. Dann kannst du eigentlich losfahren. So, und dann sollten wir dem... Ja, jetzt war ich gerade verwirrt, ob ich überhaupt auf der richtigen Insel bin, aber ich bin auf der richtigen Insel. So, und dann sollten wir da auf jeden Fall fertig sein. Wunderbar. So, gibt es hier sonst noch irgendwelche Wege, die ich zupflastern muss? Also müssen ist relativ.
Aber ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Überall die richtigen Wege zu haben. So. Sieht eigentlich fast gut aus. So ist der Blick wie gewohnt. Ja, das ist gut. Dann hätten wir demnächst auf jeden Fall, wie heißt's? Kakao. Und da unten auf jeden Fall noch ein bisschen Werkzeug und Ressourcen. Namentlich Holz und Steine. Lebensmittel auch noch. Die interessieren uns nicht groß. Und Gewürze auch noch. Die interessieren uns aber auch nicht groß. Pam 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 pam. So. Dann sind die Bürger da auf jeden Fall auch schon mal zufrieden damit, dass sie hier. Also eigentlich sollte ich schon. So im Nachhinein schon so ein bisschen mir Gedanken dazu machen. Alkohol zu besorgen, weil ich ja schon wollen würde. So, ich muss mal kurz gucken. Stoffe sind genug. Stoffe sind genug, oder? Holz geht gerade ein bisschen zur Neige. Wenn ich gerade am Überlegen bin, okay, Tabak hätten wir auch noch genug. Weil ich gerade noch ein bisschen am Überlegen bin, ob ich ihnen die Rohstoffe wieder gebe, aber Stoffe ist gerade so ein bisschen, wo ich sagen muss, ich verkaufe Stoffe und zwar bis 80 Tonnen. Okay, das wird eigentlich gehen. Dann würde ich eigentlich mal sagen, bekommt ihr wieder eure Rohstoffe, aber vorher speichere ich nochmal schnell. Spielstand gespeichert. So, und dann könnt ihr wieder Rohstoffe haben. Dann könnt ihr euch nämlich langsam wieder aufwerten. Und dann würde ich, wenn wir überall Bürger haben, also überall abzüglich da, wo halt die Kneipe fehlt, dann würde ich nämlich dann ein Badehaus bauen und dann werden wir auf Kaufleuten und dann fangen die Probleme an. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Wo ist denn meine Feuerwehr? Kommt die da hin? Ich finde meine Feuerwehr gerade nicht. Nein, natürlich nicht. Okay, dann kommt das weg. Ist eh nicht so wild. Hätte eh nicht aufsteigen können. Insofern. Da fehlt die Schule und die Kneipe. Und wie gesagt, also das sind ja alles so. Ah, auf der anderen Seite, sie machen halt schon 300. Also so wenig ist es jetzt auch nicht. Dass sie mehr an Steuern bringen. Aber wenn die halt hier aufgewertet sind. Naja, gut. Wir sind immer noch gut dran. Wir sind immer noch gut dabei. Muss ich sagen. So. Na? So. So. Oh, ich bin gerade sehr, sehr, sehr schnupfelig. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, aber okay.
So, hier haben wir auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall genug Kakao. Und dann würde ich mal gucken, wie schaut es hier mit Kakao aus? Ja gut, der wächst. Ist momentan also noch kein Drama, das mit dem Kakao. So, ich wachse momentan noch mit den Siedlern. Also die Siedler werden momentan noch mehr. Warum? Eigentlich müssten meine Siedler jetzt langsam alle... Die Hausbewohner verlangen nach einer Schule. So, Universität habe ich noch nicht, ne? Ja, das kommt erst als nächstes. Ein Badehaus würde ich dann dahin setzen müssen. Und das würde mir auch meine komplette Stadt abdecken. Wobei ich glaube, das eher so hinmachen zu wollen. Das würde... Also das Eck da hinten, das kommt eh weg. So wie ich das sehe. Dann wäre das hier eigentlich gar nicht so verkehrt. Also dieses ganze Siedlerviertel, da wird irgendwann mal ausgerottet. Das ist quasi mein Siedlerghetto. Okay. Okay, gut, da sind wir wieder an einem Punkt, wo wir sagen, jo, wir müssen sie ein bisschen sich expandieren lassen. Können sie ruhig machen. So peu à peu. Peu, peu, peu. Und wir müssen uns da nicht verrückt machen. Dauert jetzt halt wieder ein Weilchen. Wir sollten natürlich unsere Ressourcen wieder im Blick behalten. Kakao nimmt zu, Tabak nimmt zu. Tabakwaren nehmen eher ab. Also Tabak ist weg. Tabakwaren haben zugenommen. So rum war es. Gut. Dann würde ich euch mal sagen, ihr könnt euch mal ein bisschen auf die faule Haut legen. Genau. Okay, jetzt nehmen die Siedler wieder ab. Jetzt gehen die Siedler zurück. Alles klar! Oder Klärchenbärchen. So. So, da müssten wir eigentlich den nächsten... uns demnächst mal überlegen, was wir dann als nächstes machen. Also quasi, wir könnten jetzt schon sagen, hey, wir gehen schon mal auf Badehaus. Also Badehaus kann man prinzipiell jetzt schon bauen. Damit wir schneller zu Kaufleuten kommen. Ist halt die Frage, ob es strategisch sinnvoll ist. Da, da, da. Das könnten wir auch so machen, da würden wir den da hinten verpassen. Das heißt, den würde ich eigentlich eher wirklich so hinbauen. Wie gesagt, wir können uns überlegen, ob wir das jetzt schon wollen. Weil dann kommen wir halt auf Kaufleute. Bringt uns wieder mehr Steuern. Auf der anderen Seite halt auch wieder Bedürfnisse, die steigen. Und Bevölkerungswachstum. Und das bedeutet dann halt im Gegenzug, ich deswegen speichere ich jetzt mal schnell wieder. Das bedeutet dann halt im Gegenzug, gesichert. Dass wir vielleicht nicht ganz so
gemächlich wachsen können, wie wir das halt gerne wollen, also wie ich das gerne mag. Ob ihr das so mag, mögelt, ist mir ja egal.